Hier ist überall noch Tau und wir haben jetzt Mittag. Wir sind auf einer neuen Runde. Und hier war die Sonne noch nicht. Und die grünblättrigen Schwefelköpfe haben noch richtig schön den Tau auf der Mütze. Die wachsen hier einfach so aus der Sand. Was ist das? Sandwand. Am Wanderweg raus. Hier habe ich lauter kleine Champignons gefunden. Hier sind noch junge Fruchtkörper, die haben so einen hellen Hut, so gelblich-bräunliche Schüppchen oben drauf. Ich habe mal ein Exemplar rausgemacht und ein älteres. Der Geruch ist intensiv nach Anis, die Lamellen so creme. Also hier bei dem jungen Exemplar, cremefarben, leicht rosa und bei dem älteren hier rosafarben. Hier am Stiel habe ich mal ein bisschen angeschnitten, er gilbt ganz leicht und er ist ja, sehr fein und faserig. Also ich denke, das könnte hier der dünnfleischige Anis-Champignon sein. Das wäre ein sehr guter Speisepilz. Aber wie gesagt, bei Champignons muss man sich schon ein bisschen auskennen. Und da der hier gilbt und sehr intensiv nach Anis riecht, ist das einer der essbaren Champignons. Boah, Leute, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Wunderschöne violette Schleierlinge. Und die sind riesig. Die sind richtig riesig. Ich finde die ja so schön. Hier sind unendlich viele, auch kleine. Schaut sie euch an, wie hübsch die sind. Hier. Hier haben wir noch einen kleinen, den nehme ich jetzt mal raus. Und hier sieht man auch wunderbar die Merkmale. Der gehört auch zu den Schleierlingen. Hat so rostbraunes Sporenpulver, wie man hier schön sehen kann. Eine wunderschöne violette Farbe. Violette Lamellen und der riecht nach Zedernholz. Das ist einer der wenigen essbaren Schleierlinge, wobei der aber jetzt kein kulinarischer Hochgenuss sein soll. Ich habe ihn noch nicht probiert.
Ich fotografiere ihn oder filme ihn immer nur gern, weil er so wunderschön ist. Und schaut mal, was da noch auswächst. Trompeten, Pfifferlinge, winzige. Aber schaut euch mal. Schaut euch doch mal dieses Exemplar hier an. Boah, ist der nicht riesig? Ich habe noch nie so einen riesigen gefunden. Und den Fuß. Meine Hand dagegen. Das ist doch Wahnsinn, wie groß der ist. Und hier haben wir schon die nächste Art. Hier gibt es unglaublich viele von denen hier. Und die bestechen im wahrsten Sinne des Wortes durch ihren Geruch. Denn es handelt sich hier um den gemeinen Schwefelritterling. Ich glaube, einer der unangenehmsten, riechendsten Pilze, die ich je gerochen habe. Selbst jetzt hier beim Filmen, dieser stechende, gasartige Schwefelgeruch. Der hier hat einen relativ rötlichen Kopf. Hier ist noch einer, der etwas gelblich aussieht. So richtig schwefelgelbe Lamellen. Das ist ein giftiger Pilz. Aber der scheint sich hier sehr wohl zu fühlen in seinem Habitat. Hier ist alles voll mit denen. Es gibt auch noch diesen Violett, wie heißt der? Violett? Schuppiger Schwefelritterling, aber der käme hier auch noch in Frage. Aber der hätte mehr so einen schuppigeren Hut. Das da müsste die Lerche sein. Weil ich habe hier nämlich, und das ist auch eine, sieht man jetzt hier nicht, ich habe hier am Wegrand. Einen Lerchenanzeiger, genau. Oder umgekehrt. Das ist nämlich der Goldröhrling, ein ganz frisches Exemplar. Hier sieht man schön das Myzel. Und hier wachsen sogar noch Mini-Goldröhrlinge raus. Ja, es ist doch relativ weit von der Lerche entfernt. Aber ich habe die gesehen und ja, dann guckt man natürlich, ist hier eine Lerche. In der Nähe ein essbarer Pilz, den wir eigentlich gerne essen. Wir ziehen die Huthaut ab, dann ist er verträglicher. Sehr schön. Unfassbar, diese Artenvielfalt hier. Und hier die nächste Art. Und das müsste hier die Grause Kraterelle sein, wobei das schon alte Fruchtkörper sind. Ich habe hier mal eine frischeren rausgemacht. Die findet man ja wirklich sehr, sehr schwer, weil man sie einfach immer übersieht in dem Laub. Aber hier sind doch einige Fruchtkörper auffindbar. Hier kommen auch noch Fruchtkörper raus, frische. Aber wenn man sie mal gesehen hat, dann fällt sie auch auf. Hier sind überall so kleine. Aber wenn man nach ihr sucht, findet man sie meistens nicht. Schön, wieder eine neue Art hier. Jetzt habe ich was Tolles gefunden. Ein Erstfund für mich. Schaut mal. Der ein oder andere weiß vielleicht schon, was das ist. Aber es sollte sich hier um den Hahnenkamm handeln. Einer der wenigen essbaren Korallen, und diese gilt sogar als sehr guter Speisepilz, ist aber auf der roten Liste und stark gefährdet. Man sollte sie auch nicht sammeln, wegen der hohen Verwechslungsgefahr zu den Korallen. Aber ist sie nicht wunderschön?
Das ist so richtig. Das freut mich jetzt so richtig. Wahnsinn, diese Artenvielfalt hier. Die fackeln jetzt schön wieder zu. Und lassen sie schön in Ruhe. So habe ich sie gefunden. Am Wegesrand schaut euch diesen flockenstieligen Eckenwurm mal an. Guck mal, wie viel wächst hier. Guck dir das doch mal an. Ist das nicht eine schöne Flocki? Und auch die Flocken zeigen sich von ihrer besten Seite. Eine wunderschöne flockenstielige Hexe. Die darf mit. Und die blaut hier auch schon, schaut mal. Das ist eine dieser helleren Varianten. Traumhaft. Die Krause Glucken gibt's hier massenhaft. Wieder eine Kiefer. Schaut mal, da wächst sie raus. Den hier habe ich schon am Herlaufen gesehen. Und hier ist die Birke. Und du weißt es schon, man braucht sich nur den schönen Fuß anschauen. Ein Birkenbaufuß. Ein schöner, fester Kamerad. Oh, es ist so herrlich, wieder Pilze zu finden. Der ist sogar noch richtig schön fest. Wenn ich hier auf den Hut drücke, seht ihr, es bleibt auch nicht drin. Also, der geht jetzt hier mal raus. Richtiger, schöner, sandiger Boden. Schaut mal, der ist noch richtig schön.
Was für eine wunderschöne Waldstimmung hier. Das ist echt. Wir gucken so die Hänge hoch nach Pilzen. Ja. Aber es ist hier ganz verhext. Ich habe nur so eine kleine Wölbung gesehen. Hier diesen vertrockneten Perlpilz. Und jetzt schaut euch mal das hier an, mitten am Weg. Ist denn das zu glauben? Das ist doch nicht. Also. Ja, ein bisschen Sand hat er auf seinem Hütchen. Ein wunderschöner Fichtensteinpilz steht hier. Ich kann es echt noch gar nicht fassen. Ja, habe ich jetzt absolut mitgerechnet. Ich bin, ihr merkt, ich bin sprachlos. Hier in dem sandigen Gebiet. Schaut ihn euch an, ist das nicht ein Prachtstück. Der hat richtig Sand auf dem Hütchen. Ein wunderbarer Fichtensteinpilz. Röhrlinge. Leute, Röhrlinge. Wie wunderbar madenfrei der ist. Ein ganz frisches Exemplar. Das wird heute eine gemischte Pilzpfanne. Passt hervorragend. Hier noch ein frischer Rotfuß. Schaut mal hier, der hat so eine Abart, wo die Röhrenschicht nach außen sich über den Hut stülpt. Das gibt es manchmal. Es hat auch irgendwie einen Namen, aber das weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt. Hier sieht man so richtig schön den filzigen Hut des Filzröhrlings. Wir sind jetzt ein paar Meter weiter. Ich weiß nicht, wie viel. Schaut euch das mal an da. Seht ihr den? Der ist. Mann. Aber der hat schon einen weichen Stiel. Aber wie riesig, den brauche ich auch nicht rausnehmen. Der Hut ist noch relativ fest, lässt sich auch nicht eindrücken. Aber der Stiel ist weich und ich vermute mal, das können die Schnecken sein oder... Den schauen wir uns jetzt trotzdem mal an. Ein riesen Steinpilz. Da hat sich irgendwas durch den Stiel gefressen. Der Hut scheint nicht mal madig zu sein. Den muss ich jetzt mal kurz anschauen. Schaut mal, wer hier diesen Stiel so zerfressen hat hier. Einfach. So ein Mistkäfer. Das sind sogar mehrere. Das sieht aus wie Pulled Pork so vom Steinpilz. Hm. Aber der Hut ist tatsächlich noch in Ordnung. Also es sind keine Maden, das waren diese Käfer. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja echt krass. Aber der Hut ist noch gut. Und den dürfen Sie gerne weiter bearbeiten hier. Aber hier sieht man so richtig schön die Merkmale, das weiße Stielnetz.
Und den dürfen sie gerne weiter zerfressen. Wir haben Pfifferlinge gesehen. Möglicherweise. Ach, die sind ja riesig. Hier oben sind noch kleinere. Riesiger Pfifferling. Der ist noch gut. Richtig fest. Wo hast du noch gesehen? Ich muss mal vorsichtig laufen. Oder? Nee. Das sind zwei. Schön sandig. Boah, echt Wahnsinn. Hier? Boah, nicht so nachfrei. Es gibt heute noch eine schöne Pilzpfanne, aber der Yogi schimpft schon, dass ich wieder so trödel. Nein, mir schimpft ich gar nicht. Weil ich dann nachts kochen muss. Ja, das stimmt. Aber ich koche auch nachts, ist egal. Hier in der Sonne eine richtig schöne Art. Der rötliche Holzritterling hat auch so Schuppen drauf auf dem Hut. Er gilt als guter Mischpilz. Ich sammle die aber nie. Jetzt darf ich euch noch was Wunderschönes zeigen. Ihr seht es nicht, wenn ihr es nicht wisst. Wirklich, das sind eine meiner Lieblingspilze. Schaut sie euch mal an. Was für wunderschöne Maronen. Ist auch hier so richtig so ein tolles Gebiet für die, die lieben ja Moos. Wie wunderschön, oder? Und die sind hier oben, der hier hat schon Löcher. Ich glaube, der ist wurmig. Ja, den lassen wir hier. Der ist hier wunderbar. Da unten steht noch eine. Die fühlt sie noch recht fest an. Hier scheint es ein paar Maronen zu geben. Ich schaue mich mal noch ein Weilchen um hier.